Hallo meine Lieben, das ist die Kartenlegung. Was übersiehst du? Ja, es passiert immer wieder, dass wir irgendwas nicht so wahrnehmen oder nicht so richtig mitnehmen. Und manchmal muss man auch nochmals damit auseinandersetzen. Es kann unterschiedliche Art sein, manchmal wir auch absichtlich auch verdrängen oder auch werden so abgelenkt, dass wir auch einfach das nicht betrachten genauer oder dem Priorität nicht geben, was gerade wichtig ist. So, bevor ich anfange, wie immer, das ist eine Kollektivlegung, das bedeutet, es kann passen für dich oder auch nicht. Ich lege auch privat, könnt mit mir in Verbindung setzen via WhatsApp oder auch E-Mail. Das weiter besprechen wir dann. Es sollte helfen, reflektieren. Anschauen die Situation, überlegen, was da los ist sozusagen. Natürlich muss muss mit dir in Resonanz gehen, sonst macht das ja keinen Sinn. Ne? Ich kenne nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentare. Vielen lieben Dank. Und wenn du mein Video schon auch das angeschaut hast, vielen Dank, dass du endlich abonnierst. Ich weiß, ich habe viele, die immer wieder anschauen, aber kein Abonnement hinterlassen. Und das ist die Aufforderung dazu. So, wir fangen an. Was übersiehst du gerade? Was ist dein Thema? Oh, wir machen ein bisschen anders. Sorry, manchmal passiert sowas. Hier bist du. Was übersiehst du gerade? Ich nehme andere Karten. Was übersiehst du gerade? Also zwei Karten. Das war die Auswirkung in Vergangenheit. Oder es war in Vergangenheit. Was du nicht ändern kannst. Was du ändern kannst. Und das sind die Tendenzen, wo führt es hin? So, also wir fangen an. Es geht um Berufliches. Oh, vielleicht hast du ein berufliches Angebot bekommen oder etwas berufliches Sicht, sehr Schönes für dich ist stattgefunden oder Geschenk. Entweder du ein Geschenk nicht angeschaut hast oder berufliche Natur, etwas ist stattgefunden, was ihr sozusagen etwas Schönes, aber ihr habt nicht diesen Wert gelegt. Vielleicht auch Angebot oder auch Anregung. Vielleicht hat jemand gesagt, angenommen, du kannst sehr gut kochen, nee, backen Kuchen, ne? Du kannst backen Kuchen. Und jemand sagt, hey, du könntest ja nebenbei Kuchen, die du backst, auch verkaufen. Die sind wirklich so lecker. Vielleicht kriegst du auch manchen Kunden, wenn du irgendwo in Social Media anbietest oder sowas in die Art, ne? Oder du könntest, weil es ist natürlich selbstgebacken, es schmeckt anders als ja, Massenherstellung, ne? Angenommen. Das ist natürlich, das ist sehr herausgeholt und so weiter, ne? Vielleicht ist es auch einfach Idee, was jemand hat dir gesagt und du hast das übersehen. Es ist berufliches Kompliment, berufliche Art, womit du könntest vielleicht irgendwas in dein Leben gestalten. So. Es war der Neubeginn, der ging aber in Verlust. Und dann kamen neue Verträge oder neue Vereinbarungen. Also kann auch sein, dass es etwas mit Kind oder du wolltest Neubeginn starten, aber hat nicht funktioniert. So, was du ändern kannst, ich muss ja anders, Gott sei Dank, der Fuchs. Da war etwas nicht ganz in Ordnung, Gott sei Dank, aber nicht viel. Aber es kam auf jeden Fall eine Nachricht von einem Chef oder etwas hat bewegt mit.
Vielleicht auch eine Person, die ist, ja, machtstrebend ist. Die hat irgendwas in Bewegung gesetzt. Das kannst du nicht diesbezüglich ändern. Ich weiß nicht, wer das dieser Mensch ist. Das ist auf jeden Fall ein älterer Mensch. Vielleicht auch, vielleicht ist es jemand von deiner Familie oder Verwandten oder Freunden. Jemand, der auch Machtposition hat. Dieser Mensch ist in diesem Fall natürlich auch aufrichtig, weil Fuchs guckt ja dahin. Na, und diese Person hat irgendwas in Bewegung gesetzt. Du wirst zufällig haben Harmonie oder auch Glück in familiären Angelegenheiten mit einer Frau. Ich weiß es nicht. Was ist damit gemeint? Also durch Zufall hast du Harmonie, das kannst du ändern. Harmonie, Sexualität, aber das kann auch sein. Das kann auch sein, dass es vielleicht durch Zufall eine Frau aus Familie etwas tun wird. Vielleicht gibt die Idee oder auch Anregung, aber oder auch die Harmonie mitteilt, etwas harmonisch, was dir unterstützt, was dich besser die Situation macht. Und die Tendenzen, es ist in Öffentlichkeit, du wirst ein bisschen Wirrungen machen und auch Maske haben. Ja, manchmal können wir nicht immer authentisch sein. Das passiert uns allen. Das geht manchmal auch nicht. Ich meine, ich bin sehr, sehr, bemühe mich sehr authentisch sein, aber wenn ich wäre wirklich 100% authentisch, dann stellt ihr euch vor, heute kommt mein Seelenverwandter zu mir, Herr Mr. M. Und wir wollen was unternehmen in der Stadt. Und ich habe sehr früh bin wach und irgendwann nachmittags werde ich müde. Wie würde denn aussehen, wenn ich dann irgendwo in Stadt, wo wir Kaffee trinken, mich hinlege, so auf den Tisch und schlafe? Weil ich brauche 3 Minuten Nickerchen. Ne? Oder ja. Manche anderen Sachen. Ne? Ich bin authentisch, ich bin authentisch. Also ich habe besucht ein Restaurant, das war so eine Katastrophe. Ich sage nicht weiter, aber ich habe weggeschickt das Essen. Natürlich haben wir auch das bezahlt, aber das war die unterste Grausamkeit, wirklich. Also ich bin ein Genussmensch, ja. Ich esse sehr gern und sehr viel. Aber wenn Gewürze fehlen, wenn das ist eigentlich eine Pampe ist und dafür man bezahlt 50, falsch, 25, 30 €, was man eigentlich aus der Dose rausholt, ja, dann irgendwas ist falsch. Also für mich persönlich falsch. Ich gehe nie wieder dahin. Und ich bin auch total authentisch war und habe gesagt, vielen Dank, aber nie wieder. Und ich habe auch das Essen weggeschickt. Es lag nicht an den, an das Wetter, als plötzlich kein Hunger oder sowas in der Art, sondern das Essen war grausam. Für mich persönlich. Und nicht nur für mich, für meinen Seelenverwandten auch. Und es gibt so Situationen, wo ich bin auch total authentisch. Ich meine, dass es leider auch notwendig ist. Ne? Zwar, man kann diese Authentizität mildern, aber indem man sagt, ja, das Essen ist es, das ist nicht, was ich bin bereit für die Leistung und Preis zahlen und das ist für mich Pampa, ja. Aber man kann auch diskret machen und oder auch auswählen die richtigen Worte sozusagen. Aber ich gehe davon aus, dass es für den Restaurantbesitzer auch ist, manchmal wichtig, was die Kunden sagen. Ja, und die andere Seite mit der Authentizität ist, es gibt auch Situationen, wo man authentisch nicht sein kann. Ne? Passiert auch immer wieder. Man kann aber vorsichtig mitteilen, hey, das hat mir gar nicht gefallen. Das war nicht in Ordnung. So, das ist die Kartenlegung. Was übersiehst du? Ich lege noch eine Kartenlegung heute. Dreierbeziehung. Wie ist das, die Dreierkonstellation zum Nachdenken? Und ich hoffe, euch geht es gut. Ach so, ich muss noch eine Legung machen. Wie geht es deinem Herzensmenschen oder wie geht es den Menschen
Menschen gegenüber. So, dann bis bald.